dieses Brötchen ist genau am selben Tag gekommen wie das gerade eben. Und es ist auch ein gut entwickeltes Pferd. Auch sehr weite Bewegung. Auch so auf den ersten Blick schon mal ein sehr gut gelungenes Fohlen. Also somit die wichtigsten Dinge sind ja die Gangweite, die natürliche Balance und die Geschmeidigkeit. Und ich glaube, da zeigt es uns jetzt gerade einiges vom. Und ein bisschen erinnert mich das jetzt an das Fohlen-Championat in Dänemark. Ich habe in Jütland gerade vor ein paar Tagen 34 Pferde gerichtet, die schon eine Vorauswahl gewesen sind und wirklich entsprechend toll. Und das war ein sehr, sehr schönes Fohlen, sehr viel Energie. Es ist so durchaus entschlossener als das Fohlen gerade eben. Aber das kann man sehr gut sehen. Man hat viel Bewegungsenergie und ist auch so ein ganz selbstbewusstes. Sehr schöner Kraft, Hölf ist da gerade auch immer wieder zu sehen gewesen, der kommt andauernd im Übergang. Also ich denke, ich würde es viergängig einschätzen, aber so vielleicht ein bisschen zu so viereinhalb Gänge. Also es hat halt sehr viel Zeit. Und wenn Sie den Feld nicht so explizit zeigen, dann kann man so ein bisschen durchgucken durch die Gänge und ein Pferd, was so viel fließende Energie hat wie der, ist ganz einfach einzutölten. Und das ist so die Erfahrung der meisten Trainer. Wenn die Übergänge so ein bisschen holperig sind vom Trab zu Galopp und oder so reingesprungen, dann ist es meistens schwierig mit dem Eintölten. Kann lange dauern und die kann auch passiv werden. Aber bei solchen Pferden sehe ich da gar kein Problem. Trotzdem würde ich es jetzt viel weniger einschätzen. Ja, auch ein tolles Fohlen. Und da, glaube ich, kann man auch stolz drauf sein.